So betonte der Universitätspastor Jochen Flebb in seiner Predigt nicht nur, jeder Mensch ist genauso richtig, wie er oder sie oder they von Gott geschaffen ist, sondern stellte auch immer wieder das Geschlecht Gottes in Frage. Eine junge Theologiestudentin legte in ihrer Predigt sogar noch eine Schippe drauf. Letztendlich gibt es so viele Geschlechter, wie es Menschen gibt. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Heute eine verkürzte Folge. Die Kita streikt wieder. Mein jüngster Sohn ist mit mir. Und ja, war Jesus trans, habe ich gestern wo gelesen, ist hinter der Bezahlschranke einer Zeitung. Wie heißt die Zeitung hier? Der Nürnberger Nachrichten. Bezahlschranke, fragt man sich natürlich. Na gut, vielleicht zieht's noch immer. Aber seit Gott ist queer auf dem Abschlussgottesdienst, das, ich glaube, es war der evangelische Kirchentag letztes Jahr oder so, Gott ist queer, der Prediger also in dieser Abschlusspredigt. Seitdem ist es eigentlich, naja, die Tore der Hölle sind geöffnet. Jetzt hat Joelle Rautenberg, eine sehr junge Journalistin bei News, hat sich auch nochmal aufgemacht und in den Abgrund geschaut, auf queerem Gottesdienst. Ich schäme mich für meine Kirche, schreibt sie. Regenbogenpastor hetzt gegen Christen. Genderideologie statt Brotbrechen, homosexuelle Pastoren statt Orgelmusik, Regenbogenflagge statt Weihrauch. Vergangenen Sonntag fand in Göttingen ein queerer Gottesdienst statt, bei dem es darum ging, die bestehenden gesellschaftlichen Kategorien aufzubrechen. Transsexuelle in die Kirche zu integrieren und mit dem traditionellen Bild des weißen alten Cis-Gott zu brechen. Vor allem Pastor Jochen Flebbe fand in dem Gottesdienst eine Abrechnung mit der Kirche. Es sind skurrile Bilder, Neonlicht in der Kirche, Gottesdienstbesucher mit they, them oder er, ihm Schildern auf ihrer Kleidung. Eine riesige Regenbogenflagge auf dem Altar und ein Pastor, der Sexualität und seine Scham gegenüber der eigenen Kirche zum Hauptgegenstand seiner Predigt macht. Vergangenen Sonntag fand in der Göttinger Universitätskirche, natürlich, St. Nikolai, ein queerer Gottesdienst statt, der von der evangelischen und katholischen Hochschulgemeinde in Göttingen organisiert wurde. Ziel des Gottesdienstes soll das sein, ja, wie gesagt, bestehende Kategorien aufzubrechen und Vielfalt zu feiern und hervorzuheben, dass diese Vielfalt gut ist, so wie sie ist. Es sei denn, du bist konservativ. Es sei denn, du bist traditionell. Es sei denn, du glaubst, dass es nur Mann und Frau gibt. Es sei denn, du glaubst, dass Mann und Frau aufeinander hingeschaffen sind. Es sei denn, du glaubst, der Mensch macht sich nicht selbst. Es sei denn, du glaubst, Sexualität ist ein Geschenk und nicht ein, naja, ideologischer Gottersatz. Die beworbene Vielfalt zeigte sich auf dem queeren Gottesdienst vor allem in der Verbreitung der Gender-Theorie, in der philosophisch-sozialwissenschaftlichen Theorie, die das Konzept des biologischen Geschlechts ablehnt und Geschlechter stattdessen für ein rein soziales Konstrukt erklärt. Neben zahlreichen bunten Flaggen in der Kirche, die für verschiedene Geschlechtsidentitäten und sexuelle Präferenzen wie Bisexualität, Transsexualität, Asexualität, Pansexualität und Non-Binary stehen sollten und einem Büchertisch mit Titeln wie Feministische Bibelauslegung oder Queer-Affirming Pastoral Care basierten auch die Predigten des ökumenischen Gottesdienstes auf gendertheoretischen Inhalten. Puh, was sich das so anschaut, wenn man das so sieht. Und mittlerweile, naja, fragt man sich ja, Menschen nehmen die sich immer noch selbst ernst. Wie gesagt, es scheint ja doch irgendwie mittlerweile übersteigert, überdreht. Aber nein, Menschen fallen darauf herein.
Menschen hängen ihr Herz an diesen Glauben, der unfruchtbar ist. Ein kastrierter Glaube, ein fruchtloser Glaube. Es sind eben Menschen, die, naja, sie relativieren alles. Ihr Land, Geschlechtlichkeit, Liebe. Und man kann mit ihnen, oder wenn alle so wären, würden wir in kurzer Zeit wieder in Höhlen hausen. So betonte der Universitätspastor Jochen Flebb in seiner Predigt nicht nur, jeder Mensch ist genauso richtig, wie er oder sie oder they von Gott geschaffen ist, sondern stellte auch immer wieder das Geschlecht Gottes in Frage. Eine junge Theologiestudentin legte in ihrer Predigt sogar noch eine Schippe drauf. Letztendlich gibt es so viele Geschlechter, wie es Menschen gibt. Die Vielfalt hat aber auch Grenzen. Sobald wir über den eigenen Tellerrand schauen, müssen wir feststellen, dass es nicht nur so viele Geschlechter wie Menschen gibt, sondern leider auch so viele Meinungen. Leider. Und darunter sind nicht nur demokratische Meinungen. Darunter sind auch Meinungen, die ausgrenzen, die verletzen und die Hass sehen. Es ist schon ziemlich crazy. Es gibt so viele Geschlechter, wie es Menschen gibt. Und leider gibt es so viele Meinungen, wie es Menschen gibt. Die eigentliche Vielfalt, die echte Vielfalt, die Freiheit der Gedanken wird also hier kritisiert, als etwas Schlechtes dargestellt. Und man verkauft es sich als demokratische Geisteshaltung. Ergänzt ein weiterer Theologiestudent in seiner Rede darauf, welche spezifischen Meinungen ausgrenzend oder verletzend seien, geht er allerdings nicht weiter ein. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand vor allem die Predigt des Universitätspastors Jochen Flebb. Dieser sprach in seiner Predigt nicht etwa über die evangelische Theologie oder zentrale Figuren des Christentums wie Jesus Christus, sondern vor allem über Sexualität und seine, gut, das kam vorher auch schon mal, neben Steinen, die von allen Kirchen, Schwulen und Lesben, Transmenschen und Nonbinären, pansexuellen, asexuellen Menschen, die wie Gott sie geschaffen hat, in den Weg gelegt wurden, schämte sich Flebb noch für viele weitere Punkte in der Kirche. Generell wirkte die Predigt des Universitätspastors weniger wie eine christliche Predigt und mehr wie eine Anklageschrift gegen die Kirche. Immer wieder betonte seine Scham gegenüber der Kirche und dem Christentum. So heißt es, ich schäme mich für meine Kirche, die Gott und heterosexuelle Orientierung miteinander verwechselt hat. Ich schäme mich für meine Kirche, die sich zu Richterinnen und Richtern über queere Menschen erhoben hat. Ich schäme mich für einen Glauben, der scheinbar dogmatische Richtigkeiten wichtiger als die seelische Gesundheit und Unversehrtheit queerer Menschen betrachtet. Oder auch, ich schäme mich für Menschen in meiner und in anderen Kirchen, die genau wissen, wie Gott ist und die ihn festlegen auf einen weißen alten Cis-Gott, der er nie war. Und der gute Mann meint es ja gut, und er meint es lieb. Und er will nur das Gute. Aber schauen wir uns das Leid an. Wo ist denn das Leid? Nie gab es mehr geschiedene Paare. Nie gab es mehr Kinder, die in geschiedenen Elternhäusern aufwachsen. Nie waren die Jugend- und Kinderpsychiatrien so voll. Und das liegt nicht daran, dass wir an den weißen, alten Cis-Gott glauben, vermeintlich glauben. Es gibt Leid, aber es gibt Verletztheit, es gibt Wunden. Und wo sind gerade die, wo ist die Toleranzsekte, die Mitgefühlsekte, wo sind sie? Wenn es um das echte Leid geht, wer macht sich dafür stark, wer macht darauf aufmerksam? Wer zeigt auf die Wunde? Wer zeigt wirklich Lösungen für das Leid, das eine Gesellschaft, unsere Gesellschaft, in den Klauen hält? Was ist mit den Kindern, die 3 Jahre lang Maske tragen mussten?
Was ist mit den Kindern, die geimpft wurden? Was ist mit den Kindern, die jahrelang, den Sommer lang über nicht auf Spielplätze durften, die abgezäunt waren? Wo waren sie da, unsere mitfühlenden Regenbogenfanatiker? Am Ende des Gottesdienstes appelliert Pastor Flapper dann noch einmal an die Besucher: Lasst uns, wer mag, das Vater, Mutter, Unser sprechen. Das Vater, Mutter, Unser. Ich schaue mal gerade drüber. Nichts. Nichts, was wert wäre, vorgelesen zu werden. Vater, Mutter, Unser. In diesem Sinne, liebe Freunde, lassen wir den Kopf nicht hängen. Schweigen wir nicht. Auf ganz bald. Tschüss. She's got COVID-19. She's tucked in all alone. She is tucked in toweling with her socks on. She's got COVID-19. She's tucked in all alone. She is tucked in toweling with her socks on.